Im Evangelium vom 26. Sonntag im Jahreskreis erzählt Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis. Er erzählt ihnen von einem Gutsbesitzer, einem Besitzer eines Weinberges, der seine beiden Söhne dazu auffordert: Geh in meinen Weinberg und arbeite dort. Und er fragt seine Jünger: Welcher von den beiden Söhnen erfüllt den Willen des Vaters? Welcher von beiden handelt richtig? Der eine Sohn sagt: Nein, ich gehe nicht. Später aber überlegt er es sich und er geht doch in den Weinberg arbeiten. Der andere Sohn sagt: Ja, geht aber nicht, sondern macht lieber seine eigenen Sachen. Nun, es ist unschwer zu sehen, welcher von den beiden Söhnen den Willen des Vaters erfüllt. Die Frage ist: Wie verhalten wir uns? Folgen wir der Einladung Gottes, in seinem Weinberg zu arbeiten? Sind wir vielleicht wie der zweite Sohn, der zwar Ja sagt, aber dann doch etwas anderes tut? Sagen wir vielleicht Ja und gehen am Sonntag brav in die Kirche, verrichten auch hin und wieder ein Gebet, ratschen den Rosenkranz herunter und glauben, gute Christen zu sein, arbeiten aber doch nicht im Weinberg des Herrn, sondern in unserem eigenen kleinen Schrebergarten? Wir sollten immer wieder uns selbst hinterfragen und schauen: Arbeite ich wirklich für den Herrn? Folge ich seiner Einladung, für sein Reich zu arbeiten? Oder ist mein Ja nur ein oberflächliches, ein wankelmütiges, das nicht lange Bestand hat, nicht in die Tiefe geht? Und dann gibt es noch die zweite Gruppe, die von Anfang an Nein gesagt hat. Nein, mit Gott, mit Jesus will ich nichts zu tun haben, Kirche und das alles interessiert mich nicht und dem Ganzen fernstehen. Und diesen sagt Jesus heute mit dem Evangelium: Komm, überleg es dir noch einmal. Es ist nicht zu spät. Und ja, Sie, wenn Sie dieses Video sehen und meine Stimme hören, dann sind Sie wohl noch am Leben. Und solange Sie noch am Leben sind, ist es nicht zu spät, umzukehren und doch noch in den Weinberg des Herrn zu kommen, um mitzuarbeiten am Reich Gottes. Folgen Sie der Einladung Jesu und gehen Sie vielleicht noch heute zum Pfarramt, vielleicht hier in Guben, und sprechen Sie den Pfarrer darauf an: Ich möchte mich bitte gerne auf die Taufe vorbereiten. Es ist noch nicht zu spät. Gott segne Sie.